Knack die Nuss! Ein Rad für zwei. Petra und Marco starten um 16 Uhr von Bad Denkheim zum 12 Kilometer entfernten Ratshausen. Zu Fuß schafft jeder 6 Kilometer pro Stunde. Mit dem Fahrrad kann jeder 24 Kilometer pro Stunde zurücklegen. Leider haben die beiden nur ein einziges Fahrrad zur Verfügung. Petra muss unbedingt um 17 Uhr in Ratshausen sein. Aber auch Marco möchte möglichst früh dort ankommen. Wann wird Marco sein Ziel erreichen, wenn das Fahrrad immer nur von einer Person benutzt werden kann?